Fußballfranks 18.09.2010 Selmkensi Selzamkensi. Autor D. Selzamkensi. Franks Ligue 1 Saison 2010-2011. Selmkensi eingetragene Marke Selvave eingetragene Marke Betting Trader eingetragene Marke Selzamkensi eingetragene Marke. Franks Ligue 1 Saison 2008-2009. Die Prognose für das nächste kommende Match. AC Arles Avignon 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage. AJ Aluxare 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Girondins Bordeaux 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage. Stade Brest 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. SMK 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. RC Lens 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage. Lille USC 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. FC Lorient 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Olympique Lyon 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Olympique de Marseille 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. AS Monaco 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. HSC Montpellier 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. AS Nancy 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. OGC Nice 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. Paris Saint-Germain 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Stade Rennes 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. FC Sokaux 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. AS Saint-Étienne 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. Toulouse FC 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. Valenciennes FC 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Die Resultate der Saison. AC Arles Avignon 1. Spieltag, 1-7.8.2020 Endstand, 1:2 Halbzeitstand, 1:1. AC Arles Avignon 2. Spieltag, 2-14.8.2010 Endstand, 0:1 Halbzeitstand, 0:0. AC Arles Avignon 3. Spieltag, 3-21.8.2010 Endstand, 1:2 Halbzeitstand, 0:1. AC Arles Avignon 4. Spieltag, 4-28.8.2010 Endstand, 0:1 Halbzeitstand, 0:1. AC Arles Avignon 5. Spieltag, 5-11.9.2010 Endstand, 0:4 Halbzeitstand, 0:2. Gesamte Endstand Tore, 2:10 gesamte Halbzeittore, 1:5. 0 Sieger Endstand, 0 Unentschieden Endstand, 5 Niederlagen Endstand. 0 Siege Halbzeit, 0 Unentschieden Halbzeit, 5 Niederlagen Halbzeit. AJ Aluxare 1. Spieltag,
1/7.8.2020 Endstand 2:2 Halbzeitstand 1:1. AJ Aluxere zweite Spieltag 2/14.8.2010 Endstand 1:1 Halbzeitstand 0:1. AJ Aluxere dritte Spieltag 3/21.8.2010 Endstand 1:1 Halbzeitstand 0:0. AJ Aluxere vierte Spieltag 4/28.8.2010 Endstand 0:2 Halbzeitstand 0:0. AJ Aluxere fünfte Spieltag 5/11.9.2010 Endstand 1:1 Halbzeitstand 1:0. Gesamte Endstand Tore 5:7 Gesamte Halbzeit Tore 2:2. 0 Sieger Endstand 4 Unentschieden Endstand 1 Niederlagen Endstand 1 Siege Halbzeit 4 Unentschieden Halbzeit 1 Niederlagen Halbzeit. Girondins Bordeaux erster Spieltag 1/7.8.2020 Endstand 0:1 Halbzeitstand 0:0. Girondins Bordeaux zweiter Spieltag 2/14.8.2010 Endstand 1:2 Halbzeitstand 0:1. Girondins Bordeaux dritter Spieltag 3/21.8.2010 Endstand 2:1 Halbzeitstand 0:0. Girondins Bordeaux vierter Spieltag 4/28.8.2010 Endstand 1:1 Halbzeitstand 0:1. Girondins Bordeaux fünfter Spieltag 5/11.9.2010 Endstand 1:2 Halbzeitstand 0:1. Gesamte Endstand Tore 5:7 Gesamte Halbzeit Tore 0:3. Einem Sieger Endstand 1 Unentschieden Endstand 3 Niederlagen Endstand. 0 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit. Stade Brest erstens Spieltag, 1/7.8.2020 Endstand, 0:2 Halbzeitstand, 0:1. Stade Brest zweitens Spieltag, 2/14.8.2010 Endstand, 1:1 Halbzeitstand, 1:0. Stade Brest drittens Spieltag 3/21.8.2010 Endstand 0:1 Halbzeitstand 0:1. Stade Brest viertens Spieltag 4/28.8.2010 Endstand 2:0 Halbzeitstand 0:0. Stade Brest fünftens Spieltag 5/11.9.2010 Endstand 0:0 Halbzeit